Jo, servus Leute, ich bin's mal wieder, euer ChrisP88. Leicht krank, aber mich hält es nicht davon ab, euch weiteres zur PS Vita zu zeigen. Ich habe ja kürzlich das Unpacking hochgeladen zur PS Vita, zu diesem schönen Gerät. Und ich habe jetzt ein bisschen die Nacht ja Erfahrungen sammeln können, zocken können. Und die möchte ich heute mit euch teilen. Ich möchte euch heute mal so das Interface zeigen, wie das aufgebaut ist. Also, wenn ihr drückt, seht ihr hier aktuelles Datum und die Uhrzeit. Ich hoffe, das sieht man. Ich kontrolliere es nochmal. So, wir halten so auf die Höhe. Ihr könnt dann hier klar Uhrzeit sehen. Ihr habt dann hier oben wie bei iBooks so ein Blatt, was ihr dann schieben könnt. Da schiebt ihr dann auf und dann seid ihr hier in diesem Menü. Ihr habt dann verschiedene Variationen. Einmal das Begrüßungscenter. In dem Begrüßungscenter könnt ihr Games spielen. Da wird euch nochmal alle Inhalte der PS Vita gezeigt. Dann habt ihr einmal Party. Wenn andere Kollegen die PS Vita haben, könnt ihr darüber dann quasi skypen in der Art. Den PlayStation Store, Store, das ist selbsterklärend. Nier, das ist auch eine Applikation. Da könnt ihr Leute, die in Umgebung mit der PS Vita spielen, könnt ihr das verfolgen und die genauen Standorte und gegeneinander spielen. Freunde, das ist von der, ja, kann ich euch mal zeigen, das ist von der PlayStation 3 eigentlich, werden hier die Freunde angezeigt, mit denen könnt ihr dann schreiben, Trophäen vergleichen, könnt sehen, was die machen. Dauert immer ein bisschen, bis die Applikation geladen ist. Ihr seht hier, eine PlayStation Network Verbindung wird hergestellt. Und was ich vorab sagen möchte oder auch mal muss, Leute, dieses Teil ist wirklich sehr schön. Auch das, die Bedienung ist sehr, ist richtig, macht richtig Laune. Nur ein kleiner Punkt, der stört mich hier ultimativ. Also ich habe eine, ihr seht, die baut sich auf wie bei der PlayStation. Und da seht ihr zum Beispiel Legendary Bullet, Battlefield 3, Battlefield 3, Call of Duty Modern Warfare 3, der Wands Power. Ja, ihr könnt dann die Applikation minimieren mit der PlayStation-Taste unten und wenn ihr sie schließen wollt, einfach Papier weg und es funktioniert. Ja, was ich sagen muss, das WLAN-Modul, was hier drin verbaut ist, scheint mir sehr, sehr langsam zu sein. Ich habe eine 50.000er Leitung und kriege eine Downloadrate von 4 MB und eine Uploadrate von 1 MB und ja, das ist ein bisschen miserabel. Ich werde euch auch gleich zeigen, ich habe hier unten noch Spiele runtergeladen gestern, wo ich die Keys bekommen habe, FIFA und Ultimate Marvel vs. Capcom und ja, und da hat man schon deutlich gemerkt, das Game runterzuladen, diese 3 GB, das hat schon Ewigkeiten gedauert. Wirklich Ewigkeiten, 2 Stunden ungefähr. Und das ist halt ärgerlich für so ein High-Class-Produkt, WLAN-Variation. Vielleicht kommt noch ein Update raus, was das Ganze beschleunigt. Heute ist der erste Tag, der Release-Tag. Da kann man es nicht übel nehmen und sollte man auch nicht übel nehmen. Ja, Gruppennachricht, da ist es ganz normal Nachrichtenverlauf, wie bei der PlayStation 3. Ihr habt die Trophäen, die ihr angucken könnt, von der PlayStation und von der PS Vita. Fotos, die ihr natürlich geschossen habt, ihr habt ja hier eine Kamera und hier eine Kamera, da könnt ihr die dann anschauen. Netzanbieter, das ist, wenn ihr eine SIM-Karte drin habt, dann wird ja auch hier oben keine SIM stehen. Ich habe die jetzt auch hier neben schon liegen. Ich habe mir da eine von meinem Anbieter, von meinem Handyanbieter geholt, weil ja jeder, der von euch einen Vertrag hat, kann da mal nachfragen. Es gibt meistens so Angebote, da zahlt man einmalig 30 Euro und kriegt eine zweite SIM-Karte mit der gleichen Nummer. Man kann halt dann nicht SMS schreiben auf jedem Gerät, aber man kann mit der jetzt zum Beispiel telefonieren, was ich auch nicht vorhabe, weil das ein bisschen blöd wirkt. Aber man kann auch hier ins Internet gehen. Browser, ganz selbsterklärend, eine Facebook-Applikation, die ihr im Store runterladen könnt. Die PS Vita ist schon ein aktuelles Update raus. Dadurch wird das die Karten-App mit hinzugefügt. Das ist ganz normal Google Apps. Remote Play. Damit könnt ihr dann auf die PlayStation zugreifen, könnt auch mit der PS Vita spielen. Das funktioniert momentan noch nicht wirklich. Ich werde euch das aber vorstellen, sobald es funktioniert. Ihr habt dann einmal hier noch euer Inhaltsmanager. Ja, kennt ihr vielleicht von den alten Nokia-Handys, das ist wie der Dateimanager. Ihr habt hier Zugriff auf eure Foto, Videos und Musik. Und ich kontrolliere nochmal. Und ich gehe jetzt hier, glaube ich, mal ein bisschen näher hin, damit ihr das auch genauer sehen könnt. Habt ihr hier Videos, das ist selbsterklärend, Einstellungen, dort könnt ihr die aktuellen Einstellungen verändern, Fireworks, Cliff Diving und Table Football, das ist ein Spiel, das sind alles 3 Spiele, die werde ich euch noch vorstellen. Dann habe ich nebenbei noch FIFA Unit 13, das ist die Demo, Ultimate Marvel vs. Capcom, wie ich gesagt habe, ist auch eine Vollversion, Reality Fight, das ist eine Demo, werde ich euch nochmal vorstellen, vielleicht kaufe ich es für 50 Euro, ein bisschen übertrieben, und Uncharted Golden Abyss, ja,
Uncharted habe ich auch als Version und ich zeige euch jetzt mal, so schaut diese Chipkarte aus, diese PS Vita Chipkarte. Ihr seht, wenn ihr sie reinlegt, der Zugriff auf diese Karte, ich zitter ein bisschen, ist ein bisschen schneller, schaut ungefähr aus wie eine SD-Karte und ihr könnt dann das Spiel hier oben reinsetzen und dann geht es auch los, ja, wenn es reinspringt. So, Zugriff, Uncharted Golden Abyss ist ja schon installiert, deswegen passiert hier mal nichts. Ja, hier nochmal das andere nochmal ganz genau erklärt oder gezeigt. Ja. Das war auch das PS Vita nochmal so ein kleines Update. Vorab möchte ich euch nochmal zeigen, was für Spiele genau auf euch zukommen. Ich habe hier drauf Marvel, Capcom vs. Marvel und FIFA Football. Nebenbei habe ich auch noch Hardware. Und das ist einmal Golden Uncharted, wie ihr es gesehen habt. Das ist, glaube ich, ein Muss so für jeden Käufer. Einmal von Game Insight gesponsert. Also das alles hier ist von Game Insight gesponsert, genauso wie FIFA Football und Ultimate Marvel vs. Capcom. Nochmals vielen Dank an das Game Insight Team. Das ist wirklich ultra großzügig von euch gewesen, weil das, was ich jetzt von euch für die PS Vita bekommen habe, hat einen Wert ungefähr von 350 Euro und das ist schon wirklich eine Menge Schotter. Und ich werde auch dafür natürlich auch für Game Insight Videomaterial erstellen. Das ist natürlich selbsterklärend. Sowas muss gedankt werden, weil das ist einfach eine Sache, das macht nicht jeder. Einmal Asphalt. Kennt ihr ja, vielleicht gibt es Handy-Apps. Autorennen ist, denke ich mal, für die PS Vita noch ein bisschen besser. Michael Jackson, der Experience in HD. Um was es hier geht, keine Ahnung, wahrscheinlich um Tanzen. Werden wir alles noch sehen. Luminize, dann einmal Rayman Origins und Dungeon Hunter Alliance. Ja, hier werden wir dann schauen. Also es ist, der Aufbau ist so, ihr habt hier die Karte, habt hier dann euer kleines Book. Und Key gibt es da, glaube ich, also es gibt für einige Spiele auch Network Pass, habe ich gesehen, im Online-Store bei der PS Vita. Und also es kann sein, wenn man Spiele gebraucht kauft, muss man die Online-Pässe wieder runterladen. Ja, das war das Spiel. Ich möchte euch aber trotzdem noch eine Kleinigkeit zeigen, damit das Video auch nicht so fad ist. Ich habe mir nebenbei noch das PS Vita Starter Kit bestellt. Und was da genau drin ist, das schauen wir uns jetzt an. Aktueller Preis sind circa 25 Euro von dem Teil. Und wir gucken einfach mal, was uns hier drin erwartet. Ah, das ist immer richtig ungünstig zu öffnen. Das ist der Vorführeffekt. Ihr seht, das ist alles live. Och ja. So, dann schleudern wir das Ganze einfach mal raus. Oder fangen erstmal an. Ja, ein Haufen Gebrauchsanweisungen. Ich glaube, da möchte jetzt Sony auf den Schritt von Xbox, von Microsoft gehen. Die hauen auch mal einen Haufen Bedienungsanleitungen drauf für nix. So, dann fangen wir einmal an. Einmal haben wir hier ein kleines Case. In diesem Case ist Platz für ein paar Spiele. Ich habe mich natürlich im Vorfeld auch ein bisschen informiert. Ihr habt hier Platz für 8 Spiele und 2 Speicherkarten. Könnt ihr reintun, habt ihr immer bei euch. Kleiner und kompakter als so ein Teil, also nur die Hälfte. Und habt halt dann immer jedes Spiel und jede Speicherkarte an dem Mann. Wo wir schon auf das Thema Speicherkarten kommen, ich habe hier eine 16 GB Speicherkarte drin und die ist schon zur Hälfte voll. Allein schon durch die Spiele. Es ist empfehlenswert, einfach noch eine Karte zu kaufen. Ja, dann kommen wir zum nächsten. Das hier ist eine kleine Ledertasche. Das scheint Kunstleder zu sein. Für 25 Euro kann man auch nicht wirklich eine richtig krasse Tasche verlangen. Das ist wohl jedem klar. Und ja, so schaut das Ding aus. Ihr habt hier vorne euren PS Vita-Aufdruck. Hier einmal das PlayStation Vita-Logo. Wie das Teil jetzt genau hier befestigt wird, ist ein anderes Thema. Irgendwie wird das schon hier drankommen. Ja. Ja, das ist ja wieder der klare Vorführeffekt. Ich habe keine Ahnung, wie das Teil hier befestigt werden soll. Auf jeden Fall hat man hier hinten einen Ständer oder einen Ständer. Ich weiß nicht. Ich glaube, das kommt. Ah, genau. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Und zwar wird das wahrscheinlich hier so durchgefädelt. Oder kann das sein? Nee. Ja, macht irgendwo keinen Sinn, weil wäre ja hier die Hälfte leer. Vielleicht hier so. Genau, so wird die dann rein befestigt. Ihr habt dann hier euer Case. Die PS Vita ist fest drin. Kann nichts passieren. Ränder sind leider nicht geschützt. Schaut aber edel aus. Schaut aber auch wirklich also sehr korpulent aus. Sehr riesig. Und ja, diese Tasche kann man dann so umbiegen. Ihr habt dann hinten einen Ständer. Und könnt dann so quasi unterwegs einfach zocken oder im Internet surfen. Eine ziemlich feine Idee.
Und wir hauen jetzt mal diese Dinger raus wieder. Also einmal das Case. Auch eine sehr schöne Sache. Machen wir hier den Müll mal dahinter. So, dann kommen wir einmal zur Display-Schutzfolie. Da ist noch eine dabei. Ihr seht, hier sind die Aussparungen. Ja, an sich auch ziemlich wirkungsvoll. Ich bin leider immer so ein. Hab da leider nicht das Talent für sowas. Ich vermassel die irgendwie immer. Einmal ein Putztuch mit dem PlayStation Vita-Aufdruck hier unten. So, dann kommt einmal ein Softcase für die PS Vita. Das ganze Teil hier ist ein bisschen kleiner. Ihr könnt hier die PS Vita reintun. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Dürfte eigentlich ziemlich easy sein. Genau, hier kommt die PS Vita rein, falls ihr irgendwie eine Tasche unterwegs habt. Kein Sturz- und Fallschaden natürlich, aber die PS Vita ist gegen Kratzer geschützt und das Ganze komplett. Auch hier wieder der PS Vita Aufdruck. Ja, und hier oben einmal Sony. Natürlich machen die auch Werbung für sich. So. Und dann ganz normal eine Handschlaufe für die PS Vita. Ja, also wir sind ja jetzt keine Rentner, deswegen machen wir die auch nicht dran. Und an sich eine ziemlich coole Sache. Man kennt es ja auch im Kamerabereich. Für jede Situation nimmt man eine Tasche. Und da ist es eigentlich auch ziemlich gelungen. Das Ganze auch sehr hochwertig verarbeitet, so wie das ausschaut. Und auf den ersten Blick, man kann ja auch ein bisschen rupfen. Es passiert wirklich nichts. Wir werden sehen, was die Zeit so mit sich bringt. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein kleines Info, eine kleine Info gebracht. Und ja, demnächst werden auch dann die ersten First Views und First Plays kommen zur PS Vita. Und wenn der Remote Play funktioniert, die Applikation, dann werdet ihr natürlich auch Remote Play sehen und was es genau mit sich verbirgt. Ja. An sich sehr lukrativ, sehr schön gemacht. Nochmal so ein kleines Update zum Gehäuse. Für was diese Schnittstelle hier oben ist, weiß ich immer noch nicht. Ich glaube, das erste Manko sind diese kleinen Sticks. Ich hoffe, die brechen mir nicht ab. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die, ja, die hängen nur, also ich habe jetzt mal hier nachgeguckt, die sind an einem sehr dünnen Ding drin. Man darf jetzt hier nichts übertreiben, das komplette Ding kaputt rupfen, weil sonst gehen die Dinger kaputt. Ja, und hier oben habt ihr nochmal so ein kleines Statusmanagement, wo eure Downloads und eure aktuellen Updates drin stehen. Ja, ich verabschiede mich wieder und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten First View, First Play bei der PS Vita. Servus, Leute!